Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir werden heute mal schauen, was anliegt, ne, an Arbeit. Ja, unsere männlichen Kälber. Draußen ist Sauwetter. Wir haben jetzt nachts um kurz vor 0 Uhr. Naja, 11:30 Uhr. Die werden wir jetzt auf 30 Minuten gehen. Schon für 30. Ich habe den Regen ein bisschen leiser gemacht, weil also die Umweltgeräusche jedenfalls, ne? Obwohl das jetzt nur bei 10% ist, also Regen geht nicht leiser, also. Dann ist der Regen an sich zu laut. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Ich hatte die Mischer versorgt mit Silage und Heu und nebenbei noch mit Stroh. Mal schauen, ob viel genug da ist. Hier parkt kein Fahrzeug. Mischfutter haben wir genug. Stroh ist auch ziemlich voll, Silage auch und Heu ist auch ziemlich voll. Gut, Einnahmen BGH haben wir gut gekriegt. Und Kreditzinsen, oh, das geht. Gehen wir gleich bei und zahlen wir unsere Schulden zurück. Wenn wir hier haben sollen, ne? Ja, wir haben noch 90.000. Die zahlen wir jetzt zurück. Gut, wir sind schuldenfrei. Hoffe ich noch weiter so bleibt. Ja. Das Gras ist drin, also das Heu. Wir müssen mal schauen, ob wir jetzt dunkel machen können, ne? Das ist nicht viel. Im Grunde, wenn man die Fahrzeuge jetzt alle unter Dach und Fach bringen. Hier ist unser Mist. Das schalten wir gleich an. Das lohnt sich auch nicht, ne? Ist ja auch nichts da. Was los? So. Unser Mähfahrzeug. Ja, den fahren wir jetzt wieder zurück. Ich habe jetzt mir einen neuen LKW aufgeladen auf dem Server. Und zwar auf dem Server schon. Auf dem Computer. Und zwar ein Mann TGS 18.500 Kipper. Der kann alles fahren. Und kurz zeigen. Alles ideal für unsere Transporte, ne? Motorausführung kann man ein bisschen stärken. Also einmal auf 850 PS. Die Felgenfarbe können wir viele nehmen. Hauptfarbe können wir auch viele nehmen. Und Designerfarbe ja auch speichern, ne? Und hier ist wichtig, es gehen fast 50.000 rein. Das ist meiner Meinung nach etwas zu hoch für den Wert, aber ist angenehm zu fahren, denke ich mal. Trelleborg. 5-Achse. Gibt das sowas? Weiß nicht genau, wo einen gibt. Ich kenne so höchstens als 4-Achse. Aber 5? Naja, gut. Wollen wir nicht so genau nehmen, ne? Na, hier rechts wieder. Ich guck mir jetzt ein bisschen ran an den Rechner an. Ich habe hier oben erstmal neu installiert, Glas. Und aktuell scheint es trotz Arbeit und Aufnahme normale Temperatur zu sein geben. Ne? Normal, also gestern waren es immer so um die 74 Grad. Ist mir eigentlich zu viel. So, gut, dann fahren wir den mal eine. Ja. Der Führung. Machen wir Licht an, ne? Wir hatten ja hier mal die Straße gebaut. Beziehungsweise, ja, gebaut ist gut. Gemalt, ne? Jetzt werden wir mal die Anhänger entsprechend. Und wo Platz haben. Viel Platz haben wir nicht mehr. Da war kein Platz mehr. Schlecht. Dann stellen wir ihn immer mal hoch hin.
Und den Anhänger brauchen wir sicherlich bald wieder. Weiß nicht genau wann. Wir parken mal hier ein. Da wo die Dings ist. Wenn wir einmal Gülle fahren, ich denke mal, Gülle wird vorhanden sein einmal. Kann mir auch ehren, weiß auch nicht genau, kann man nicht erkennen. Ansonsten müssten wir irgendwie im Wald gehen, Holz machen. Aber ich glaube, die Ernte steht an. Aber bei Regen, ich weiß nicht genau, wird nicht funktionieren. Wir werden höchstens die Drescher rausfahren. Das wollte ich machen. Ich denke, das kommt mit ein. Die Drescher rausfahren und alles vorbereiten. Schon mal den Führungskurs einfahren und dann entsprechend das ernten können. Ne? Also Raps sind zwei Felder, einmal Weizen. Das steht an. Auf dem Plan. Oder könnte man noch Silage fahren hier, ne? Würde ich aber eher nicht machen wollen. Und lieber für Futter lassen, weil Silage. Apropos, ne? Gülle, ne? Gülle ist auch hier, Junge. Oh. Was wir unsere Kälber so gepieselt haben. Oh je. Das lohnt sich nicht. Gut. Echt nicht. Stehen lassen. Gehen wir hier. Auf Holz, ne? Hoffe, dass heute keine Unterbrechung gibt mit Ton und mit ja, Bild. Da gab es bei der Marsch ab und zu mal kleine Bildstörungen, also ganz kurz, also keine Panik, ganz kurz, da war ein kurzer Unterbrecher, ein Flackern mehr oder weniger, und dann ging es einen kurzen Tonknistern nochmal weiter. Ich habe heute mal die Kabel angeguckt, mal ob die gut eingesteckt sind. Ich denke mal ja. Schauen wir mal, ne? Wir da Glück haben. So, mal gucken, ob die Meteranzahl passt. Passt. Ja, und heute machen wir uns ran in Thüringen, ne? Die Marsch ist ja fertig. Der MDCP ist auch fertig. Und ja. Noch ein Stück drin, ne? So Putze, so ein Streichholz. Ja, so ein Sauwetter aber auch, ne? Aber wenn es hell ist, dann werden wir die Ernte vorbereiten. Das kann man kurz gucken hier, ob das schon reif ist. Ich glaube es noch nicht. Aber man weiß ja nie, ne? Dafür immer das so. Es geht ja auch darum, dass das Gras nochmal gedüngt werden müsste, ne? Das ist jetzt vorbei. Okay. Also im Prinzip nach der Ernte und gleich düngen. Sonst haben wir. Na gut, okay.
Das ist Stufe 1, schon bald wieder mehfähig. So. Machen wir da ein bisschen Verlust, in Anführungszeichen. Bisschen. So. Erdfrüchte, Wachstum. Gedüngt. In Wachstum. Also reif wären jetzt theoretisch unsere beiden Felder. Die werden reif. Also vorbereiten zur Ernte. Ist aber noch Regen, ne? Ist feucht. Ja, wir haben jetzt mit der Sommer. Das ist rapsreif. Okay, ne? Das ist jetzt ausgesät im Herbst, ne? Raps würde in Thüringen auch, also mit meinen tiefen Anstellungen nicht gehen im Aussehen im Frühjahr. Ich habe ja die Regionalkarte von der Slowakei, glaube ich, oder weiß ich nicht genau. Das war damals zu diesem Zeitpunkt das naheliegendste, was ich nehmen konnte. Und da kam ja Bayern, hatte ich auch Bayern nehmen können. Aber ich wollte das nicht mehr im Spiel groß ändern, das ist dann durcheinander, ne? So, jetzt haben wir 5 Uhr, jetzt können wir wieder auf normalen Geschwindigkeit gehen, auf 5. Und dann werden wir gleich beigehen und uns hier darum kümmern, dass wir hier unsere Drescher aufs Feld kriegen, ne? Sobald das dann aufhört zu regnen und trocken wird, muss ja auch trocken werden, da kommt dann auch hinzu. Das ist ja ganz wichtig. So, dann steigen wir ein. Alles dran und alles für Raps vorbereitet. Oh, ein Gewicht. So, mal Licht anmachen, top all dem. Wir fahren jetzt Richtung, ja, ersten Rapsfeld. Ups. Ein Sauberter. Ja, heute spiele ich mit 60 FPS, also nicht wundern. Wir haben wieder höher gestellt. Der alte Monitor, in Anführungszeichen, hat dies verhindert. Mit dem neuen ist es jetzt möglich. Warum das so ist, ich weiß das nicht. Das hängt alles mit der Elgato zusammen. Der alte hätte auch ohne Elgato 60 gespielt. Aber komischerweise ein Duplikat zum Hauptmonitor in der Elgato war es dann nur auf 30 möglich, die Aufnahme zu vollziehen. Und da habe ich so gedacht, haben wir noch 30, dann können wir auch auf 30 spielen. Was im Grunde eigentlich kein Problem ist. Zu sehen war es nicht, denke ich mal. Aber wenn wir 60 machen können, machen wir auch 60. Oder können düngen ja aus, ne? Macht aber nichts. Muss so leider. Wir werden trotzdem zurechtkommen, sag ich mal so, ne? Weiß, nochmal gucken, ob Tiere Futter brauchen. Meistens brauchen die was. Immer was fressen die Tiere. Ich habe jetzt auch einen neuen Anhänger besorgt für Tiere. Das heißt, dass wir jetzt mehr Tiere im LKW transportieren können. Wobei ich mal vielleicht unterscheiden werde, rein rechnerisch Kälber und mit Erwachsenentieren, ne? Also wenn die Tiere kleiner sind, gehen ja mehr rauf, ne? Rein rechnerisch gesehen, ne? Vom Platz her. Aber mal sehen. Ich denke mal, um da Zeit einzusparen, nehmen wir ganz gerne einen größeren Tieranhänger, der ein paar mehr aufnimmt. Dann muss ich nicht so oft fahren und wir haben hier ein bisschen mehr Spannung im Spiel, ne? Aber mal sehen. Das Geld müssen wir uns eh noch ersparen, in Anführungszeichen. Unsere Sonnenblumen, die blühen schon mal schön. Die sind alle fertig gedüngt. Da liegen noch Silagebahnen jetzt. Ja, gut. Das wäre auch so eine Option, ne? Aber wir haben noch Silage jetzt im Silo.
muss ja hier das Zeug sein, hier, neue. Pappeln, Pappeln. Justus, Pappeln. Oder das hier. So. Steigen wir aus. Ja. Das sagt uns Folgendes. Erntemenge 129.000. Kartoffeln? Achso, letzte Woche Getreide. Also 130.000 ungefähr. Auf dem Nachbarfeld. Ein paar Gramm Messen in Feuchtigkeit ist ja eh feucht genug. Auf dem Nachbarfeld. Was eben da ungefähr rauskommt, rüberkommt, ne? Ja, muss gepflügt werden. Ach, was? Da nicht, Gott sei Dank, ich dachte schon. Ich kam schon Schreck. Noch hab's doch nicht. So. Was erwarten wir hier an Menge? 120.000. Ne? 100. So ungefähr. Ja, das passt doch. Das macht zusammen viel. Das andere hätte ich schon vergessen gehabt. Mit 300.000 ungefähr. Feuchtigkeit. Wollte ich messen. So. So. Ja. Sehr feucht. Oh, ich sehe nichts. Ja. Mal schauen, was unser Getreide bringt. Also die Regenvorhersage sagt nichts Gutes vorher. Gut, hier sind mal ein paar Stunden trocken und dann wird es hier mal Sonnenschein geben. Also, das sieht übel aus die nächsten Tage. Hier, zweimal 3 Uhr und 6 Uhr, da wird doch nie trocken sein. Also hier ist das genaue Gegenteil. Thüringen, gerade so trocken. Quatsch, auf der Marsch. Da meldet der viel Regen an und da kommt nichts. Und hier ist es so, dass es absaugen heißt, ein Boot raussuchen, ne? Boot kaufen, genau. Da kam ich neulich eine Mod-Empfehlung für ein Boot, für eine Yacht. Meine Frage war gewesen, ob man Mist fahren kann, ne? So, erntereif. So wenig. Müsste aber eigentlich normalerweise mehr gehen, um die anderen Felder sind größer. Gut, dann fahren wir den nächsten Teil raus. So, schon mal, das soll es vorher gewesen sein. Ich werde gleich mich normal melden. Ne? Dann fahren wir den nächsten Drescher raus. Einen haben wir schon da. Der ist hier, was hier, lila. Abgeerntet. So, tschüss und wir winken. Ciao, ciao. Und wir sehen uns dann vielleicht, wenn ihr wollt, zum nächsten Mal wieder. Tschüss.